Hallo meine lieben Far Cry 3 Freunde und willkommen zurück zu Far Cry 3. Das war die beschissenste Anmoderation je in meinem verkackten Leben. Das muss ich jetzt toppen. Ja, irgendwie toppe ich das schon. So. Also, ich habe mich entschieden, jetzt parallel zu Far Cry 3, beziehungsweise ab morgen wird Titanfall auf meinem Channel zu sehen sein. Oder Infamous. Ich weiß es noch nicht. Ein von den beiden Games wird jedenfalls auftauchen. Denn Forza wird wahrscheinlich nicht mehr so oft jetzt dargestellt werden. Da es nämlich ein paar Probleme mit Microsoft gibt. Die kriegen es nämlich nicht unbedingt oder nicht so hin, wie ich will. Von daher mal sehen, ob ich die 360 noch irgendwie retten kann. Also stellt euch mal darauf ein, dass Forza weniger wiederkommt. So direkt bis vor die Tür von Amanaki kommt man. So ist das jetzt noch weit? Weit, weit. Oh ja, das ist wirklich noch weit. Ah, man kann doch hier. Was ein Cheater. Ja. Ah, ich bin heute wieder so rund um Darmstadt und so gefahren. Frühstück essen und so weiter. Gott, Leute, was ein Verkehr! Chase, ich habe lange nichts mehr gehört von dir. Dachte, du wolltest weg hier. Nein, ich bleibe hier. Ich nicht. Die Russland-Operation ist aufgeflogen. Ich schließe mich der Taskforce 141 an und bin raus. War sehr schön mit dir. Danke. Ach, bevor du gehst, du musst mir einen Gefallen tun. Hilf mir, heute zu erledigen. Das geht nicht. Wäre leichter, ein Barter an einem Samoaner zu finden. Aber probier es ruhig. Ich hatte meinen Agenten da drüben. Er lebt noch. Glaube ich. Kannst du mir helfen, hinzukommen? Auf meinem Weg fliege ich über Holzinsel, wenn du mit willst. Ich schicke die Koordinaten. Perfekt. Ich werde da sein. Das Flugzeug hebt gleich ab. Ob du da bist oder nicht. Fliegt nach Süden. Hör, Stein! Ah! Wow, 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 wow. Halt! Ruhig, Brauner. Verdammt, wie bin ich hier nochmal rübergefahren? Ah ja, genau. Das Quad will nicht mehr so. Baum! Ups. Mal durch die Veranda. Nee, es sei noch ein paar Bitches gewesen, wäre schnell meine noch mitgenommen. So Arm um die Hüfte und weg. War nicht gerade noch deine Freundin da? Was wäre? Dann Quad fährt das irgendwie ganz schön langsam. Ich glaube, es ist eh scheißegal, was man auf dieser Insel nimmt, ob Quad oder LKW oder Auto. Ich glaube, mit jedem ist man irgendwie gleich schnell. Ah, scheiße. Hier bin ich gestern schon runtergefahren. Ob ich genau dasselbe wie gestern spiele. Ich bin genau da wieder gegen diese scheiß Felsen gefahren. So, da ist es ja schon. Jason, ist Piralamo hier. Piraten haben mich umstellt. Komm schnell. So, wo sind die Piraten? Die
Antenne haben uns die Luft rausgelassen. Ich muss das reparieren. Dann mach mal. Ich habe das blöde Gefühl, da kommen gleich welche. Ah, ich sehe schon einen. Idiot. Hallo. Oh, wer ist da denn? Haben wir Molly dabei? Nein. Ich hätte nochmal Muni kaufen sollen. Ah, scheiße. Hast es bald. Beeil dich mal. Bist du? Da bist du. Jetzt bald. Da rennt Nummer 2. So, sprich mit ihm, wir plündern aber noch alles. Das nehmen wir noch alles mit hier. Oh, der hat uns aber auch ganz schön mitgenommen. Zack. Spritzchen rennen. Steht ja nur halb aus Drogen, das Game. Ich würde gerne mal wissen, was die Entwickler genommen haben beim Entwickeln. Ha, Wortspiel, verstehst du? Oh Mann. Ich brauche mal hier so ein Witzebuch. $17. Digis Molz nehmen wir definitiv mit. Oh, der muss ich immer rasieren. So, das reicht aber. Reloading.
Ups, daneben geschossen. Tut mir leid. Jason! Steig ein! Du fliegst in dem Ding nach Russland? Machst du Witze? Ich steig in Singapur um. Weißt du, dass es in Singapur illegal ist, Kaugummi zu kauen oder zu kaufen? Das ist eine uramerikanische Errungenschaft. Die Reispflücker erklären damit praktisch Krieg gegen Onkel Sam. Okay, danke. Steig ein. Ich sagte, steig ein. Oh, ach übrigens. Mein Mann Sam ist in Holztruppen eingebettet. Pfeif einfach den Star-Spangled Banner in Thurston in der Crazy Cock Bar. Dann weiß er, dass ich dich schicke. Ich hab der Agency mein Leben gegeben. Ich hab viele Fehler gemacht, aber jetzt zahlt es sich aus. Jawohl! Bin fast raus aus dem Dschungel! Gut, und damit sehen wir uns dann in der nächsten Folge.